Heute zeigen wir euch 8 unheimliche Dinge, die auf Fotos entdeckt wurden. Mit dabei sind unter anderem eine dämonenartige Kreatur, ein Selfie, bei dem der Tod im Hintergrund naht und ein gruseliger Fotofund, durch den sich ein jahrzehntealter Kriminalfall lösen ließ. Es wird also definitiv unheimlich. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wir starten mit der Nummer 8 und einem Schuljahrgangsfoto aus dem Jahr 1999, was auf den ersten Blick völlig normal auszusehen scheint. Darauf zu sehen sind nämlich einfach fröhliche Schüler, die in die Kamera lächeln, sich teils umarmen oder Grimassen schneiden. Zoomt man jedoch in den hinteren Bereich hinein, sieht man ein paar Jugendliche, die mit ihren Fingern Pistolen formen und auf die Kamera zielen. Normalerweise würde man diese Geste natürlich als Scherz abtun. Bei den beiden Jungs mit der Cap und den langen Haaren ganz hinten handelt es sich allerdings um den 18-jährigen Eric Harris und den 17-jährigen Dylan Klebold. Nur wenige Wochen nachdem dieses Foto entstand, gelangen Dylan und Eric weltweit zu trauriger Berühmtheit, denn sie gingen bewaffnet in ihre Highschool, die Columbine High, und eröffneten dort das Feuer auf ihre Mitschüler. Der sogenannte Columbine-Fall ging schließlich in die Geschichte ein und es entstand sogar ein Oscar-prämierter Dokumentarfilm über die Tat der beiden Jugendlichen. Einige Zeit nach der Tat kam heraus, dass Dylan und Eric ihre furchtbare Tat schon seit Monaten detailliert geplant hatten und zum Zeitpunkt des Jahrgangsfotos ganz genau wussten, welches Grauen ihre völlig ahnungslosen Mitschüler bald erwarten würde. Nach dieser unheimlichen Vorankündigung, die sich in einem Schulfoto versteckt hat, machen wir weiter mit der Nummer 7 und diesem Naturfoto, das der 17-jährige Dalen Pua vor 13 Jahren beim Wandern auf Hawaii mit seinem Smartphone schoss und an seine Oma verschickte. Der Schüler besuchte seine Großmutter damals nämlich und hatte große Lust, die Umgebung wandern zu erforschen, nachdem er von einem besonders schönen Wanderweg gehört hatte. Die Haiku Stairs, wie der auch als Treppe zum Himmel bekannte Wanderweg hieß, waren zu diesem Zeitpunkt allerdings eigentlich für die Öffentlichkeit gesperrt. Aus diesem Grund wurde Dalen auch von seiner Großmutter vor einem Besuch gewarnt. Schließlich würde ihm dort keiner zur Hilfe kommen, falls er sich verletzen würde. Dalen nahm den Weg trotzdem und schickte seiner Großmutter zur Beruhigung von unterwegs Textnachrichten und eben auch dieses Foto. Nachdem Dalen auch nach Tagen nicht wiederkam, machte sich seine Familie große Sorgen. Doch obwohl die Polizei und freiwillige Helfer den Jungen überall suchten, tauchte er nie wieder auf und es gab auch nie wieder ein Lebenszeichen von ihm. Als die Polizei im Zuge der Ermittlungen Dalens Fotos durchguckte, entdeckte sie allerdings einen fremden Mann, der dem Teenager gut versteckt im Gestrüpp zu folgen schien. Vom unheimlichen Mann in den Büschen kommen wir zur Nummer 6 und diesem Foto, das nach einem Busunfall im Jahr 2005 in Malaysia entstand. Der völlig überladene Bus, in dem 20 Leute mehr als erlaubt saßen, rutschte damals in einen Fluss, wobei 3 Menschen ums Leben kamen und viele weitere verletzt wurden. Das Foto wurde danach von einem Journalisten geschossen und wirkt auf den ersten Blick wie ein normales Unfallfoto. Zumindest bis man in den Bereich unter der Brücke zoomt. Was dann zum Vorschein kommt, erinnert nämlich an eine dämonenähnliche Kreatur, die in die Kamera zu grinsen scheint. Doch nicht nur der Anblick ist unheimlich, tatsächlich behaupten nämlich viele Menschen in der Region, dass Wesen wie diese immer wieder auftauchen, wenn ein schlimmes Unglück geschieht. Von diesem unheimlichen Anblick kommen wir nun zur Nummer 5 und einem Foto, das im Gegensatz zum vorherigen pure Lebensfreude ausstrahlt. Zu sehen sind hier die 15 und 13 Jahre alten Schwestern Kelsey und Savannah Webster zusammen mit ihrer 15-jährigen Freundin Essa Ricker. Die Jugendlichen haben sichtlich Spaß beim Selfies knipsen, während die Sonne im Hintergrund scheint. Schaut man jedoch genauer hin, ist es gar nicht die Sonne, die dort so hell leuchtet. Stattdessen handelt es sich nämlich um das grelle Licht eines Zuges und die Mädchen stehen auf den Gleisen. Da sie allerdings komplett auf ihr Foto konzentriert sind, bemerken sie die sich rasend schnell nähernde Gefahr nicht. Obwohl der Lokführer noch gerufen und das Zughorn betätigt hat, war es für alle drei leider zu spät und so endete ihr junges Leben nur Sekunden nach diesem Selfie.
Mindestens ebenso unheimlich ist die Sache auf der Nummer 4, die der US-Amerikaner Barry Fay vor einigen Jahren über Google Maps entdeckte. Da der Mann früher in Florida lebte, wollte er den Kartendienst nutzen, um sich aktuelle Satellitenbilder seiner alten Nachbarschaft anzugucken. Als er sich dieses Foto, auf dem ein See zu sehen ist, anschaute, wurde er jedoch stutzig. Denn wenn man hier näher heranzoomt, sieht man ganz in Ufernähe ein großes Objekt im Wasser liegen. Barry war sich sicher, ein Auto entdeckt zu haben, und daher rief er einen ehemaligen Nachbarn an, damit dieser seine Vermutung überprüft. Nachdem der Nachbar dies tat, stellte sich heraus, dass an der Stelle tatsächlich ein Auto im Wasser lag, und zwar seit 22 Jahren. Und nicht nur das, im Auto, was anschließend geborgen wurde, befanden sich außerdem die Überreste eines Mannes, der bereits 1997 nach dem Besuch eines Nachtclubs spurlos verschwunden war. Von der unheimlichen Entdeckung bei Google Maps, die übrigens bis zum Fund auch schon 12 Jahre auf den Satellitenbildern zu sehen war, kommen wir nun zur Nummer 3 und diesem Foto, was bei der Fashion-Show eines Modemagazins in Las Vegas im Jahr 1984 geschossen wurde. Eigentlich ist das Foto vollkommen misslungen und wäre normalerweise einfach weggeworfen worden, weil der Fotograf hier nur die Beine des Models auf das Bild bekommen hat. Da aber eben dieses Model, die damals 17-jährige Michelle Kaufman, auf der Fashion-Show spurlos verschwand, wertete die Polizei jedes verfügbare Fotomaterial aus, um zu ermitteln, was passiert sein könnte. Als sie sich dieses Foto anschauten, machten sie eine unheimliche Entdeckung. Bei dem Mann, der im Hintergrund sitzt, handelt es sich nämlich um den Immobilieninvestor und Rennfahrer Christopher Wilder. Wilder war allerdings ein verurteilter Krimineller, der auch schon aufgrund seines Umgangs mit Frauen mehrfach Anzeigen erhalten hatte. Außerdem war er dafür bekannt, sich als Modelagent auszugeben und jungen Frauen eine Karriere in der Branche zu versprechen. Tatsächlich wurden schließlich die schlimmsten Befürchtungen wahr und Michelle Kaufmans Körper wurde tragischerweise nach einigen Wochen leblos wiedergefunden. Nach diesem heftigen Foto geht es nun weiter mit der Nummer 2 und diesem Bild, das eine junge Frau dabei zeigt, wie sie in ihrem Wohnzimmer für ein Foto posiert. Die Dame scheint auf dem Foto vollkommen darauf konzentriert zu sein, sich im bestmöglichen Winkel zu zeigen. Als sie das Bild online stellte, ging es dann tatsächlich auch viral. Allerdings nicht, weil die junge Frau so hübsch aussah, sondern weil plötzlich viele Menschen meinten, einen Geist im Hintergrund des Fotos entdeckt zu haben. Genauer gesagt erkannten sie beim Reinzoomen ein Gesicht mit einer großen Nase im Schrank hinter der Frau. Andere Internetnutzer gaben hingegen an, auch beim Reinzoomen überhaupt nichts dergleichen erkennen zu können. Könnt ihr irgendwas erkennen und glaubt ihr generell an übersinnliche Phänomene oder eher nicht? Schreibt es uns jetzt in die Kommentare. Wir sind gespannt. Nach diesem sehr umstrittenen Foto kommen wir nun zur Nummer 1 und einem Bild, was einem wirklich einen Schauer über den Rücken jagt, wenn einem bewusst wird, was man hier sieht. Entstanden ist es im Jahr 2011 an den Niagarafällen, die ein beliebtes Ausflugsziel in den USA sind. Um seine schönen Urlaubserinnerungen festzuhalten, ließ das Paar im Vordergrund sich direkt vor der Attraktion fotografieren. Was zu dem Zeitpunkt des Fotos jedoch keiner ahnen konnte, war, dass es gleichzeitig das letzte Bild der 20-jährigen Japanerin Ayano Tokumasu sein sollte. Denn sie war die Frau im roten Sweatshirt im Hintergrund und nur Sekunden nach dem Urlaubsfoto des Paares fiel sie in die Tiefen des riesigen Wasserfalls. Wenn euch dieses Video über 10 unheimliche Dinge, die in Fotos entdeckt wurden, gefallen hat, schaut euch auch unbedingt unser Video über 10 mysteriöse Momente, die keiner erklären konnte, an. Ach ja, und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr zukünftig mehr sehen wollt. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.